Ja, moin Leute, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Erna Talawiski Blog. Und ja, vorab schon mal, wer sich jetzt nur für den Whisky interessiert und nicht um das Drumherum, was ich gleich ein bisschen erzähle, der sollte vielleicht nachher ein bisschen das Video nach vorne scrollen. Weil es geht heute nicht nur um den Whisky, der auf dem Fass steht, sondern auch um den Tag, an dem ich den erworben habe. Und zwar war ich kürzlich beim ersten Pat Hawk Whisky Club Treffen. Der gute Pat Hawk hat ja einen Whisky Club, der so ein paar Specials hat für die Clubmitglieder, zum Beispiel exklusive Videos als auch Vorkaufsrechte auf seine Abfüllung und so weiter. Aber er hat sich gedacht, so ein Club mit so vielen tollen Menschen, der braucht auch mal ein Treffen. Also haben wir uns bei der Ox Distillery in Hößbach getroffen als Community und ja, was ein Tag. Ich wollte jetzt so ein bisschen den Tag Revue passieren lassen und so ein bisschen erzählen, was so besonders an dem Tag war, bevor wir dann zu dieser exklusiven Club-Abfüllung, die gab es ja dann auch zu erwerben, bis ich die vorstelle. Ich erzähle einfach mal, wieso der Tag begonnen hat. Ich bin halben Tag vorher angereist zur Verwandtschaft meiner Frau, weil ich doch eine recht lange Anreise hatte und bin dann dementsprechend von dort, weil die wirklich in der Nähe der Ox Distillery wohnen, relativ entspannt morgens los und bin erstmal zum Feingeist, weil der gute Pat noch arbeiten musste. Wie der Feingeist sich kennt, ein Riesenladen mit Spirituosen. Hauptsächlich im Bereich Whisky, aber auch andere Spirituosen plus riesengroßer, begehbarer Humidor. Ein Traum für Zigarren- und Whisky-Liebhaber. Ja, dort angekommen traf ich auch schon auf die ersten Teilnehmer der Veranstaltung. Und ja, da haben wir die ersten zwei Whiskys irgendwie verkostet. Auch da war geil, sensationell. Ging ja schon los und ja, dann haben ich und zwei andere Leute an dieser liebe Grüße an Tim und den Tobi, haben uns auf den Weg gemacht, eben schnell das Essen, bevor das Ganze losgeht, weil viel Whisky auf uns gewartet hat. Und dann sind wir in einen, dachten wir, x-beliebigen Dönerladen gegangen, haben aber eine Riesenportion für vergleichbar wenig Geld bekommen, was dann auch noch schmeckte. Also das war schon das erste Highlight. Während des Essens haben wir uns halt angeregt, unterhalten, uns kennengelernt, aber auch schon über die ersten Whisky-Sachen philosophiert. Wobei, das haben wir, glaube ich, auch schon bei Feingeist gemacht. Ja, und dann sind wir tatsächlich zur Location gefahren, weil die Ox Distillery ist gleichzeitig eine Brennerei, als auch ein Hotel, als auch ein Restaurant in einem alles. Wir haben da auch genächtigt und gegessen. Und ja, dort angekommen, haben wir schon die ersten Leute irgendwie angetroffen, weil die meisten waren um 1,5 Stunden bis 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn schon da. So hatten wir schon Gelegenheit, mit vielen zu reden. Und da ging das los für mich ein bisschen komisch zu werden, im positiven Sinne, aber trotzdem komisch. Irgendwie kamen alle auf Pat zu, war klar, ja, wegen ihm sind alle hin. Nur dich kenne ich. So weit, so gut. Da hat ja jeder mit gerechnet. Aber fast alle haben zu mir auch gesagt, ja, dich kenne ich auch. Oder euch beiden kenne ich, haben sie dann gesagt, oder, ne? Und ja, ich war ein bisschen perplex, dass irgendwie voll viele Zuschauer meiner Videos irgendwie da waren und voll viele Leute meine Videos kannten. Und ich war überwältigt auch von dem netten, tollen, positiven Feedback zu den Videos. An dieser Stelle vielen, vielen Dank. Es war einfach ultra geil, überhaupt einfach mal so viele Leute, die ich von den Kommentaren her kenne oder wo ich noch gar nicht wusste, dass sie meine Videos geguckt haben, dass die Leute live zu treffen und dann mit denen darüber zu reden und zu philosophieren. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, also der Hammer, ne? Und am Ende des Tages haben voll viele netterweise auch gesagt hier, ach, ich schicke dir dies und das mal als Dankeschön. Auch an der Stelle, das erste Sample ist schon da, das nächste ist auf dem Weg. Voll geil. Einfach Hammer. So, aber der Tag an sich war Hammer und die Leute waren alle Hammer. Also es ging damit los, dass wir dann im Ochsen das erste Bierchen getrunken haben und das Bierchen war aus der Gerste gemacht, aus dem der Whisky gemacht ist. Das Bier war mega süffig, das Bier war mega geil.
Wenn ich nicht gewusst hätte, dass, weiß ich, wie viel Whisky noch auf mich wartet, hätte ich da auch gerne noch ein paar mehr von getrunken. Ja, und dann ging es relativ schnell los. Ja, und dann haben wir den Marco kennengelernt, den Besitzer der ganzen Schose und der das Ganze mit Pat zusammen veranstaltet hat. Und ja, der hat uns dann erstmal seine Brennerei vorgestellt, ein bisschen was dazu erzählt. Und man hat relativ schnell gemerkt, genauso freischnauze wie der Pat, genauso ein lustiger, angenehmer, toller, sympathischer Typ und der brennt für das, was er da macht und er brennt, was er da macht. Und ja, richtig blöder Wortwitz jetzt, der kam so spontan. Das war der Hammer. Dann haben wir irgendwie den ersten Ochs trinken dürfen als Begrüßungsdrink. Dann durfte man sich von allen Flaschen, die wir hatten, einen aussuchen. Dann sind wir in die verschiedenen Fasslager, die haben so viele kleine Räumlichkeiten. Und haben da wirklich durch die Bank alles aus den Fässern probiert und was er da kredenzt hat und wie viel und wie toll und was sie da für Schätze liegen haben. Ein Whisky besser als der andere. Also ich habe mich da schock verliebt. Also ich habe ja jetzt schon vorher zwei Ox-Whiskys oder drei getrunken und war über die Qualität sehr erfreut, aber dass das bei jeder Abfüllung da so ist und was wir da aus den Fässern probieren durften, sensationell. Dann einfach diese tollen Menschen da vor Ort, diese tollen Gespräche. Irgendwie, es haben sich alle, keiner hat sich so vorher wirklich gekannt, mit wenigen Ausnahmen, so dass ein, zwei Leute sich wirklich gekannt haben. Und es war irgendwie, als würde jeder jeden irgendwie schon ewig kennen und es war einfach nur geil. Im Anschluss haben wir dann mega gut gegessen im Ochsen. Kann man da auch super gut. Und dann gab es noch ein Raritäten-Tasting, was Pat geleitet hat. Also, was ein Tag. Ne? Also nochmal an alle Leute, die ich da kennengelernt habe. Danke für diese tollen Gespräche. Danke für dieses tolle Feedback. Es war der Hammer. Danke an Pat und Marco, dass ihr das organisiert habt und wie ihr das geleitet habt. Und auf eure sympathische, tolle Art. Grandios. So, aber jetzt wollen wir dann auch wirklich zu dem Whisky kommen. Es gab nämlich am Abreisetag die Möglichkeit für alle Teilnehmer die Clubabfüllung zu kaufen, die exklusiv nur für die Teilnehmer an der Veranstaltung bzw. der Rest, der überbleibt, für die Clubmitglieder, die nicht teilnehmen konnten, die konnten den im Anschluss auch noch erwerben. Nur für die Clubmitglieder erste Memberabfüllung. Und zwar 9 Jahre alter deutscher Whisky Peated Pomerol mit 51,5%. Jetzt kommt ihr. Jetzt kommt ihr. Und die Flasche hat mich gekostet, ich meine, ist ein halber Liter, muss man jetzt mit bedenken. Aber preislich 9 Jahre Einzelfassabfüllung nur für uns, speziell limitiert. Pomerol Fass 9 Jahre Peated. 51,5% für 65 Euro. Da kannst du nicht meckern. So, und wie ihr seht, ich habe schon mal probiert, einmal alleine, einmal mit einem Kumpel zusammen, der übrigens auch sehr begeistert war, darf ich an dieser Stelle schon mal spoilern. Ja, und jetzt wollte ich einfach mal für alle, die da waren, auch für die, die nicht da waren, aber vielleicht ist das eine Anregung, dass ihr da vielleicht mitmachen wollt, einmal diesen Whisky vorstellen und wenn ihr deutsche Whisky-Fans seid, müsst ihr euch diesen Whisky geben. Im Video als auch einfach mal diese Ox Distillery besuchen und möglichst viel da probieren. Das ist der Wahnsinn, was die da an Qualität raushauen. An Vielfalt auch raushauen. Es ist ja Wahnsinn. So, aber jetzt genug Laber, Rhabarber. Jetzt ist hier mal hier verkosten angesagt, weil ich hab Bock. Aber so was von. So, entschuldigt, dass ich so ein bisschen aufgeregt bin. Ich hatte einen langen Arbeitstag und habe mich sehr auf dieses Video gefreut. So, wollen wir mal verkosten. Also gleichzeitig ein massiver Rauch, aber mega angenehm. Jetzt, der ist ja schon eine Weile im Glas, am Anfang roch der Rauch ausschließlich frisch, als er frisch eingeschenkt war. Jetzt war er eine Weile im Glas und ich habe ja auch echt lange gelabert. Jetzt kriegt er eine ordentliche Rußigkeit dazu und irgendwo auch im Hintergrund noch ein Schinken. Gleichzeitig, Entschuldigung, kratzen im Hals. Gleichzeitig hat er eine Fruchtigkeit und eine Süße,
Gewürze und Kräuter. Also er erinnert von der Nase her tatsächlich, und das hatte ich ja jetzt schon ein paar Mal bei Ox Distillery. Teilweise die eine oder andere Abfüllung lag ja auch jetzt im Ex-Lefroy-Fass. Aber der lag jetzt nicht in einem Lefroy-Fass, der ist ja nur rauchig. Und irgendwie erinnert mich die Rauchigkeit von dem sehr stark irgendwie an Lefroy. Ja, schon mal sehr positiv gemeint. Wenn du den jetzt blind verriechen würdest, würdest du den nicht bei einer deutschen Distillerie vermuten, da würdest du sagen, eigener Whisky. Mit einem speziellen Finish. Und auch diese Fruchtigkeit, ne? Also das hat so eine Weinsäure, so eine Traubensäure. Also man riecht auch so Trauben. Aber ich habe im Speziellen irgendwie so immer, jedes Mal, wenn ich hier ein Glas habe, so irgendwie Himbeeren, würde ich sagen. Also ich rieche da stark Himbeeren raus. Er wird im Übrigen den auch nachher nochmal mit Wasser verkosten. Und ich kann jetzt schon ein bisschen spoilern, trotz seiner 51,5% braucht er eigentlich kein Wasser. Nicht, weil er mit Wasser schlechter wird, sondern einfach, weil der trotz dieser hohen Alkoholgehalt so smooth ist, also auf der Zunge, in der Nase auch ziemlich smooth, aber auch da schon ein bisschen krawallig, rauchig, aber also die Nase ist schon, allein die Nase ist 1A. Auch ein bisschen Schokolade irgendwie, ne? Oh. Slanche, Leute. Ist ein Gedicht. Ich tue schon mal ein bisschen Wasser rein, bevor ich euch erzähle, was ich geschmeckt habe. Also ganz ehrlich, die hat eine massive Rauchigkeit, auch wieder so eine Rußnote und so ganz bisschen Schinken. Die hat auch die Kräuter und die Würze im Geschmack. Die hat diese massive Süße im Geschmack, die später in so eine cremige Schokoladennote auch übergeht. Der hat auch diese Weinnoten, diese Säure und diese Rotfruchtigkeit. Jetzt im Abgang, der Rauch geht natürlich mit über, die Süße, die so ein bisschen erst eine Milchschokolade ist und dann so ein bisschen ein zart, weil dann wird es nachher so ein bisschen bitterer im Mund und dann geht es so ein bisschen in zartbitter. Und leichte Kaffeenote noch mal über. Ein Gedicht. Also mit Wasser ist er jetzt in der Nase noch mal um einiges milder geworden. Vor allem die Rauchigkeit hat massiv abgenommen in der Nase. Was jetzt richtig stark, also ganz viele der Noten haben abgenommen. Was massiv zugenommen hat, ist so Beerenfrüchte. Also ein Potpourri an Waldbeerenfrüchten, ne? Riecht man auf einmal. Also ganz leichter, zarter Rauch nur noch und ganz viel Säure und Beerenfrucht. Ja. Also Waldbeeren as fuck. Himbeeren, Brombeeren würde ich sagen. Oder sowas. Oh, also auf jeden Fall beerig, beerig, beerig. Auch wieder noch ein bisschen wieder diese Schokonote schon in der Nase. Ja, probieren wir ihn nochmal auf der Zunge mit Wasser.
genau das, was die Nase wiedergibt auf der Zunge. Rauchigkeit noch da, aber um einiges schwächer. Süße noch da, Schokolade noch da, Kräuter, Gewürze noch da. Aber es sticht auf einmal diese Beerenfrucht raus, ne? Eine Säure, eine Säuerlichkeit, eine Weinnote, ganz viel Beerenfrucht. Bis in den Abgang rein. Also jetzt geht diese Säure auch mit in diesen Abgang über. Also wo man vorher noch Rauch, Kaffee, Schokolade hatte im Abgang, hat man jetzt Säure und Beerenfrucht tatsächlich im Abgang, ne? Also ganz toller Whisky, der sich mit Wasser noch entwickelt, also zum Spielen und Testen, welche Seite des Whiskys einem mehr zusagt, ist es auf jeden Fall empfehlenswert, es mal auszuprobieren mit Wasser. Er bräuchte es aber nicht, weil man ihn in der Stärke, die er hat, problemlos trinken kann und er trotz des starken Rauches und des starken Alkoholgehalts trotzdem irgendwo mild ist. Oh, und diese Beerenfrucht nimmt immer krasser zu. Das hatte ich beim ersten und zweiten Probieren so massiv tatsächlich jetzt noch nicht wie im Video. Das ist krass. Und ich fand den vor schon gut, ne? Oh. Ah. Und ich muss nun wieder mal einen Hut ziehen vor dem Pat, aber auch vor dem Marco, der dafür auch mitverantwortlich ist. Da haben die was Tolles auszusuchen, was Tolles gebastelt, ne? Oh. Also jeder, der gerne deutsche Whisky probieren mag und sich da gerne durchprobieren möchte, dem empfehle ich mal, sich bei der Ox Distillery umzugucken und da das ein oder andere Finish, was ihm vielleicht zusagt, sich mal zu ordern. Ihr werdet es nicht bereuen. Das ist ja Hammer. Ja, also man könnte meinen, ich werde bezahlt von denen, so viel wie ich gerade von denen schwärme, aber ich war tatsächlich nur auf der Veranstaltung zu Besuch, die ich auch selber bezahlt habe, so, also von daher muss ich das nicht tun, das so zu loben, wenn ich es so empfinden würde. Also grandios. Also ich kann dich nur empfehlen, probiert das mal aus. Also an die Flasche kommt ihr jetzt natürlich nicht. Clubmitglieder only. Vielleicht habt ihr, wie mein Kumpel, das Glück, dass ihr auch ein Clubmitglied kennt und der euch mal einen einschenkt. Ne? Aber ansonsten, Leute, mir bleibt nur noch zu sagen, ich werde den Rest genießen hier. Lasst gerne ein Abo da oder ein Like und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, reingehauen.